Nun sprechen wir über Lawrence Bader. Lawrence Bader führt ein unauffälliges Leben. Jeden Tag geht er zur Arbeit, er hat drei kleine Kinder und seine Frau ist gerade mit dem vierten Kind schwanger. Es ist ein Leben, wie es in unzähligen Familien in den USA geführt wird. Mehr als 1000 Kilometer entfernt in Omaha lebt Fritz Johnson. Ein schillernder Radio- und Fernsehstar, ein bunter Vogel, ein echter Lebemann und lokale Berühmtheit. Es sind zwei Männer, die nicht unterschiedlicher sein könnten, aber trotzdem verbindet sie etwas. Sie sind dieselbe Person. Lawrence Bader wird am 2. Dezember 1926 in Akron im US-Bundesstaat Ohio geboren. Seine Heimat, in der er aufwächst und schließlich dann noch eine Familie gründet. Und eigentlich will er in die Fußstapfen seines Vaters treten und ebenfalls Zahnarzt werden. Und nach dem Marineeinsatz schreibt er sich für den Studiengang ein, aber seine Noten sind zu schlecht und er muss nach dem ersten Semester abbrechen. Und während der kurzen Zeit an der Uni lernt er seine zukünftige Frau Mary Lou kennen, mit der er dann schnell auch eine Familie gründet. Aber das Geld bei den Baders ist knapp und um seine Familie zu ernähren, nimmt Lawrence eine Stelle als Handelsvertreter für Küchengeschirr an. Er gilt als umgänglicher, ruhiger Mensch, der sowohl von der Kundschaft als auch von seinen Vorgesetzten sehr geschätzt wird. Niemand ahnt, dass Lawrence zu diesem Zeitpunkt schon hoch verschuldet ist. Seit Jahren hat er Steuerschulden angehäuft. 1957 sind es 20.000 US-Dollar. In der heutigen Zeit wären das mehr als 200.000 Dollar. Der 15. Mai 1957 ist ein sonniger, warmer Tag in Akron. Der 30-jährige Lawrence spielt am Morgen im Garten des Hauses mit den Kindern. Mary Lou ist zu diesem Zeitpunkt im fünften Monat mit dem vierten Kind schwanger und das Wetter ist gut. Deshalb will Lawrence nach der Arbeit noch angeln gehen. Und er lädt noch seine Angelausrüstung und einen kleinen Geschäftskoffer in den Wagen. Er muss nach Cleveland fahren für einen Termin. Mary Lou gibt ihnen noch einen Kuss zum Abschied. Sie bittet ihn aufgrund der Dienstreise auf das Angeln zu verzichten und gleich nach Hause zu kommen, damit es nicht zu spät wird. Und Lawrence antwortet ihr, vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Es ist das letzte Mal, dass sie ihren Mann sehen wird. Nachdem sein Termin in Cleveland beendet ist, fährt Lawrence Bader zur Bank und löst einen Scheck über 400 Dollar ein. Er zahlt einige ausstehende Rechnungen und lässt sich eine Prämie seiner Lebensversicherung auszahlen. Es ist mittlerweile später Nachmittag und er fährt zu einem Bootsverleih am Rocky River, wo er sich dann ein Boot zum Angeln aussucht. Aber der Besitzer hält das für keine gute Idee, denn es ist ein heftiger Sturm angekündigt. Lawrence zeigt sich allerdings unbeeindruckt, er besteht darauf, dass er ein Boot ausleihen will. Aber Lawrence hat noch eine Bitte. Er will, dass Lichter am Boot angebracht werden. Und erneut hält der Besitzer des Bootsverleihs nicht viel davon. Es ist Mai, die Sonne wird erst in einigen Stunden untergehen und dann müsste er sowieso wieder zurückkommen, da der Sturm aufzieht. Aber Lawrence lässt sich nicht davon abbringen, er steigt mit seinem Koffer auf das Boot und fährt los. Kurz nach dem Sonnenuntergang sieht die Küstenwache dann noch einmal Lawrence Bader auf dem Boot und das ist die letzte bestätigte Sichtung von ihm. Währenddessen ist Mary Lou in Akron bereits in großer Sorge, denn obwohl Lawrence ihr versprochen hat, nicht so spät zurückzukehren, wartet sie die gesamte Nacht vergebens auf ihren Mann. Und am nächsten Tag erhält sie dann die beunruhigende Nachricht, sein Boot wurde gefunden. Ohne ihn. Mehr als 5 Meilen vom Bootsverleih entfernt ist das Boot, das Lawrence am Nachmittag zuvor ausgeliehen hatte, angespült worden. Der Rumpf ist zerkratzt, einer der Propeller am Motor ist verbogen, aber es gibt kein Anzeichen dafür, dass das Boot gekentert sein sollte. Ein einzelnes Ruder fehlt, der Benzinkanister ist leer und keine der Schwimmwesten fehlt. Aber weder Lawrence noch sein Koffer sind noch an Deck. Die Küstenwache fährt an den See, in die umliegenden Gewässer ab und die Polizei sucht die Umgebung und die Krankenhäuser nach dem möglicherweise verletzten Lawrence Bader ab. Aber ohne Erfolg. Es scheint, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Und vor allem die Küstenwache kann sich nicht vorstellen, dass er die stürmische See in der Nacht überlebt haben soll, ohne Rettungsweste. Aber auch seine Leiche wird nicht gefunden. 4 Tage nach dem Verschwinden von Lawrence Bader betritt dann ein Mann eine Bar in Omaha in Nebraska.
Er ist neu in der Stadt, er kommt ursprünglich aus Boston und nach 14 Jahren musste er seinen Job in der Navy wegen Rückenschmerzen aufgeben. Sein Name ist John Johnson. Der Führerschein, der von der Marine ausgestellt ist, bestätigt das. Er hat einen Koffer bei sich und er sucht einen Job als Barkeeper. 2 Tage später wird er eingestellt und entwickelt sich innerhalb kürzester Zeit zum Herzstück der Bar. Er ist witzig, charmant, er kann jeden in der Bar mit seinen Geschichten unterhalten, er ist der geborene Entertainer. Und die Menschen sitzen wie gefesselt vor seinen Erzählungen am Tresen, während er die unglaublichsten Stories mit starkem Bostoner Dialekt aus seiner Vergangenheit erzählt. Besonders sein ungewöhnlicher Name sorgt oft für Gelächter, aber John Johnson besteht darauf, dass ihn alle bei seinem Spitznamen nennen sollen. Das wäre nämlich schon lange sein Spitzname und der lautet Fritz. Er sei in einem Waisenhaus in Boston aufgewachsen, dort habe man ihm den Spitznamen wegen eines Comics gegeben. Anderen erzählte, er wird seit seiner Navy-Zeit Fritz genannt, da er einen Kurzhaarschnitt wie ein deutscher Soldat gehabt hätte. Und innerhalb kürzester Zeit wird der unterhaltsame Barkeeper Fritz aufgrund seiner exzentrischen und schrulligen Art zu einer kleinen Berühmtheit im Nachtleben. Er ist ein Mann, der mit den konservativen Klischees der 50er Jahre bricht und ganz anders als die meisten in der Stadt ist. Er kostümiert sich gern, er fährt in einem Leichenwagen durch die Stadt, sein Apartment besteht zeitweise nur aus einer Liegewiese mit Kisten und keinen anderen Möbeln, er feiert die wildesten Champagnerpartys und er ist überzeugter Junggeselle, der gerne viele Frauen datet. Und zu seinen Freunden sagt er deshalb immer: In meinem ganzen Leben hatte ich Menschen, die mir gesagt haben, was ich zu tun habe. In der Armee und im Waisenhaus. Jetzt kann ich endlich tun, was ich will. Er führt ein Leben, was sich im konservativen Akron niemals jemand getraut hätte. Die Stadt, in der mittlerweile auch Lawrence Bader zu einer lokalen Berühmtheit geworden ist. Allerdings durch viel tragischere Umstände. Mit Suchplakaten und Zeitungsartikeln versucht die Polizei und seine Familie herauszufinden, was in der Nacht auf dem See passiert ist. Währenddessen kommt seine Familie um vor Sorgen. Seine Kinder müssen ohne ihren Vater aufwachsen. Mary Lou ist plötzlich alleinerziehend und muss alleine 4. Kind bekommen, während sie sich ununterbrochen fragt, was mit ihrem Ehemann passiert ist. Fritz Johnson strebt es währenddessen nach Größerem. Neben seinem Barjob übt er bereits in einem lokalen Nachrichtensender, wo er 1959 als Radio- und Fernsehmoderator beginnt, was ihn in ganz Omaha berühmt macht. Bekannt wird er vor allem durch seine vielen Spendenaktionen, wo er als DJ auftritt und teilweise waghalsige Stunts aufführt. Also seine berühmteste Spendenaktion macht ihn über Nacht zu einer Legende in Omaha. 15 Tage hat er auf einem 15 Meter hohen Mast aus, um Spenden für Polioerkrankte zu sammeln. In dieser Zeit ernährt er sich nur von Martinis, die ihm seine Freunde in Milchflaschen nach oben bringen. Nach dieser Aktion kann sich Fritz Johnson kaum noch vor Datinganfragen retten. 1000 Kilometer weiter östlich in Akron ist Mary Lou mittlerweile verzweifelt. Und seit 3 Jahren gilt Lawrence Bader als verschwunden. Und die Polizei macht ja auch keine Hoffnung mehr. Selbst wenn sie seine Leiche bis heute nicht gefunden haben, ist es unmöglich, dass er irgendwo noch lebt. Die Polizei rät ihr 1960 deshalb dazu, ihren Ehemann für tot zu erklären. Zum einen würde sie dann seine Lebensversicherung von fast 40.000 US-Dollar erhalten, zum anderen, um eines Tages erneut heiraten zu können, da sie seit kurzem einen neuen Freund hat. 1961 passiert derweil in Omaha das scheinbar Unmögliche. Fritz Johnson will heiraten. Seine Freunde hat er immer damit aufgezogen, wenn sie sich vermählt haben, ihn würde nämlich eine Frau nie vor den Altar bekommen. Aber Nancy ändert das. Die 21-Jährige ist Model und sie hat bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Er adoptiert ihre Tochter und zusammen bekommen sie einen gemeinsamen Sohn. Aber sein ausschweifendes Sozialleben kann auch Nancy nicht bremsen. Fritz verbringt die Abende und Nächte immer noch oft mit seinen Freunden, die von Bar zu Bar ziehen. Und einer seiner Freunde sagt, dass er Fritz immer fröhlich gesehen hat. Die einzigen Male, an denen ihn niedergeschlagen gesehen hat, war, wenn seine Freunde keine Zeit für Partys hatten. Selbst seine schwere Diagnose im Jahr 1964 kann ihm seine Lebensfreude nicht nehmen. Bei Fritz Johnson
wird ein Tumor hinter dem linken Auge entdeckt. Und ihm muss das Auge entfernt werden, aber selbst daraus zieht er noch das Positive. Er trägt fortan stolz dann eine Augenklappe, die nur noch mehr zu seiner Extravaganz beiträgt. Am 2. Februar 1965 findet dann eine Sportartikelmesse für Bogenschützen in Chicago statt. Der passionierte Bogenschütze Fritz Johnson kann sich das nicht entgehen lassen. Er wird angeheuert, die neuesten Artikel dort zu präsentieren. Und an dieser Messe nimmt zufällig auch jemand aus Akron teil. Ein Bekannter der Familie Bader. Er kann es nicht fassen, wer dort vor ihm steht. Trotz Schnauzer und Augenklappe erkennt er ihn. Es ist der totgeglaubte Lawrence Bader. Er ist sich so sicher, dass er sofort von einem Münztelefon aus die 21-jährige Nichte von Lawrence anruft, die sich sofort auf den Weg macht. Und als sie ihn sieht, kann sie es nicht fassen. Es ist wirklich ihr Onkel. Sie spricht ihn an, konfrontiert ihn damit, aber Fritz Johnson streitet alles ab. Er ist auf keinen Fall Lawrence Bader, sondern Fritz, der im Waisenhaus aufgewachsen ist und bei der Navy war. Schließlich fliegen dann auch noch Lawrence beide Brüder nach Chicago, um den angeblichen Fritz zu überzeugen, aber trotz Polizeieinsatz bleibt er bei seiner Geschichte. Sie sind allerdings nicht mit leeren Händen gekommen, sie haben Fingerabdrücke von Lawrence dabei, damit die Polizei vor Ort seine mit denen von Fritz vergleichen kann. Und einen Tag später ist Fritz Johnson wieder in Omaha, als er den Anruf der Polizei erhält. Er ist wirklich Lawrence Bader und nicht Fritz Johnson. Er selbst beschreibt diesen Moment mit den Worten: "Es war wie ein Schock. Bis zu diesem Moment hatte ich keinen Zweifel daran, dass ich nicht Larry Bader war. Aber als ich das hörte, war es, als wäre eine Tür zugeschlagen worden und jemand hätte mir direkt ins Gesicht geschlagen." Das ausschweifende, extravagante Leben ist für Fritz, wie er sich auch nach der Identifizierung weiter nennt, nun vorbei. Aber es ist nicht nur die Frage, was mit ihm passiert ist. Seines und das Leben seiner beiden Familien ändert sich komplett. Vor allem Mary Lou leidet finanziell unter der Wiederkehr ihres Mannes. Da er nun doch nicht tot ist, muss sie die monatlichen $254, die sie als Sozialleistung als Witwe bekommen hat, zurückzahlen, sowie die komplette Lebensversicherung ihres totgeglaubten Mannes. Fritz, der als Radiomoderator nun deutlich mehr verdient als damals, als Küchenvertreter, versucht zwar Mary Lou finanziell zu unterstützen, aber er hat gleichzeitig in Omaha auch laufende Kosten zu tragen. Und für Mary Lou ist das der finanzielle Ruin. Gleichzeitig ist es ja für sie die 7 Jahre nach dem Verschwinden ihres Mannes kaum zu begreifen, was passiert ist. In einem Interview sagt sie: "Ich wünsche mir, dass es nicht wahr ist. Wir haben uns abgefunden, weitergemacht und seinen Tod akzeptiert. Es fühlt sich falsch an, was passiert ist." Sie muss auch ihren 5 Kindern erklären, dass ihr Vater zwar noch lebt, aber trotzdem nicht zu ihnen zurückkehren wird, weil er sich nicht mehr an sie erinnern kann. Fritz bleibt in Omaha und bei Nancy, aber auch ihre Ehe hat, ja, seine wahre Identität eine Auswirkung. Ihre Ehe wird annulliert, denn nun ist er wieder offiziell mit Mary Lou verheiratet. Diese wiederum steht eigentlich kurz vor der Vermählung mit ihrem neuen Freund. Die Hochzeit muss nun abgesagt werden, da Mary Lou streng katholisch ist und ihr Glaube eine Scheidung verbietet. Aber was ist mit Lawrence Bader bzw. Fritz Johnson passiert? Wollte er untertauchen und hat ein neues Leben begonnen? Oder stimmt es wirklich, was er sagt, und er hat keinerlei Erinnerung mehr an sein früheres Leben? Es wird ein ganzes psychologisches Team zusammengestellt, das herausfinden soll, was Wahrheit oder Lüge ist. Eine abschließende Diagnose können aber auch sie nicht stellen. Und sie sind sich allerdings sicher, dass der sogenannte Fritz sich wirklich an nichts mehr aus seinem alten Leben erinnern kann. Eine Amnesie über Jahre ist zwar äußerst selten, aber nicht unmöglich. Zumindest Teile seines früheren Lebens, an die scheint er sich noch erinnern zu können. So sind sowohl Lawrence als auch Fritz passionierte Bogenschützen und sein angeblicher Spitzname Fritz, den er im Waisenhaus bekommen hat, könnte eine Erinnerung an seinen ehemaligen Chef in Akron sein, der auch Fritz heißt. Andere wiederum vermuten, trotz der psychischen Erkenntnisse, dass alles eine große Lüge ist. Und auch Mary Lou's Vater glaubt, dass er nur von seinen Schulden weglaufen wollte. Schließlich hat er vor seinem Verschwinden noch Geld abgehoben und er ist mit einem Koffer aufs Boot gestiegen. Vielleicht hat er den Sturm genutzt,
um sein Verschwinden zu erklären und 1000 Kilometer weiter westlich ein neues, ausschweifendes Leben zu beginnen. Ja, bis heute gibt es allerdings keine Erklärung, was nun wirklich mit ihm passiert ist. Ein Jahr nach seiner Wiederkehr ist Fritz erneut an Krebs erkrankt, woran er kurze Zeit später im Alter von 39 Jahren stirbt. Und auch der Krebs gilt bis heute als Theorie, die nicht ausgeschlossen werden kann. Litt er vielleicht schon Jahre an dem Tumor hinter dem linken Auge, was sein Gedächtnis beeinträchtigt hat? Aber sogar sein Tod ist eine große Herausforderung. Wo wird ein Mensch bestattet, der zwei Leben an zwei verschiedenen Orten geführt hat? Seine Hinterbliebenen einigen sich darauf, dass in Omaha ein Gedenkgottesdienst für Fritz Johnson stattfindet. Und einen Tag später wird sein Körper nach Akron gebracht, wo er als Lawrence Bader auf dem Familiengrab bestattet wird und ein riesiges Rätsel mit ins Grab nimmt.